Danke Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank an unseren Gesundheitsminister, Herrn Karl-Josef Laumann. Danke an die Bezirksregierung in Münster. Danke an euch da draußen. Vor allen Dingen großes Dankeschön an die Stützpfeiler und unseren Vorstand Lothar Schulte, Christian Schneider und Annette, die ihr Wahnsinniges im Hintergrund geleistet haben, dass dies möglich ist. Ich bedanke mich auch für die Unterstützung bei Julia. Julia organisiert dieses hier regional, dass die Waren in das ganze Land der Ukraine verteilt werden. Über 3 Millionen Spritzen und ganz viel Kochsalzlösung. Danke an Sophia für das Management der LKWs an den Grenzen. Ich bedanke mich bei Oskana aus Lviv für die wahnsinnige Organisation hier vor Ort, für das Kontakten, für das Netzwerken, was wir auch mittlerweile nicht nur in Deutschland haben, sondern auch in der Ukraine. Also, ihr seid alle Herzensmenschen und ihr seid Lebensretter. Ihr seid alle Lebensretter, die dieses gespendet haben. Denn dieses rettet im Notfall Leben. Denn durch Glasspritzen, die wiederverwendet werden, können fürchterliche Krankheiten wie Hepatitis, HIV oder auch andere ansteckende, lebensgefährliche Erkrankungen übertragen werden, die schlussendlich vielleicht auch zum Tod führen. Und deswegen haben wir hiermit definitiv einige Leben gerettet. Danke, Deutschland.